Viele Babys leiden wie Paul an diesem unangenehmen Druck, der sie oft nicht schlafen lässt. Gerade am Abend nach dem Trinken, da, wo die kleinen Menschen ihre Ruhe brauchen, verspüren sie diese Schmerzen, mit denen sie häufig allein nicht zurechtkommen. Das bringt Paul an seine Grenzen und seine Eltern auch. Paul ist damit nicht allein. Doch was sind das für Schmerzen? Meistens sind es Blähungen. Für Erwachsene oft nichts als heiße Luft. Für Babys sehr unangenehm und schmerzhaft. Pauls Verdauung muss sich nämlich erst auf die Nahrung einstellen. Gerade in den ersten 3 Lebensmonaten leiden Babys vermehrt an Blähungen. Peter und Anna haben schon viel versucht, um Pauls Schmerzen zu lindern. Doch wenn nichts hilft, was dann? Um ihrem Kind durch diese schwierige Lebensphase zu helfen, können Sie auf die Wirkstoffe der Kamille vertrauen und es mit unserer homöopathischen Alternative unterstützen. Die Kamille in den Kügelchen aktiviert die Selbstheilungskräfte Ihres Kindes und stärkt es, um sich nach der Nahrungsaufnahme wohlzufühlen. Blähungen sind zwar keine Frage des Alters, aber für ein gutes Gefühl braucht es manchmal Unterstützung. Osanit Blähungskügelchen für ein gutes Bauchgefühl. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformationen Arzt oder Apotheker.